Hallo liebe Leute, ich bin jetzt hier bei Jana und Selma. Wir machen einmal einen Sattelcheck, beziehungsweise hatte Jana ja vor ein paar Wochen in Berlin, Schloss Bonhomme, richtig? Gestüt Bonhomme. Einen Lehrgang oder eine Sichtungsprüfung. Oder was war das nochmal genau, Jana? Sogar die deutschen Meisterschaften. Oh, guck mal, sogar die deutschen Meisterschaften. Das ist ja Wahnsinn. Und jetzt wird es gerade sehr windig. Ich hoffe, ihr könnt mich noch hören. Dort gab es Anregungen für den Sattel, weil Jana so viel gelernt hat, Selma so viel gelernt hat. Und dieser Sattel stammt noch von Hero, dem Norweger. So, dass wir das jetzt mal auf die Selma anpassen sozusagen, beziehungsweise auch auf Janas neue Reitkünste anpassen. Wir werden hier den Sitz tiefer machen, den Zwiesel etwas höher machen, damit die Anlehnung besser da ist für Jana. Und wir werden am Blatt auch noch ein Pauschensystem hinten einarbeiten, um den Unterschenkel ruhiger zu bekommen, damit wir mehr Stabilität haben. Das werden wir im August machen und dann werde ich euch den neuen Sattel dann einmal auf Selma präsentieren und dann natürlich auch schauen, wie Jana darin sitzt. Also macht's gut, ciao!